Gut 90% aller Verkehrsunfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Unfallforscher Wolfram Hell prüft, ob technische Systeme menschliche Fehler korrigieren könnten. Wir überlegen uns aber natürlich, was wäre geschehen, wenn bei diesem schweren oder tödlichen Unfall dieses System eingebaut worden wäre. Die Straßen werden immer voller. Auch dank ausgereifter Sicherheitstechnik ist die Zahl der Unfälle mit Todesfolge rückläufig. Experten wie der Techniksoziologe Johannes Weyer warnen jedoch auch vor zu viel Technik im Auto. Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wäre es vielleicht am besten, wenn Autos autonom von Autopiloten gesteuert würden? Der Mediziner Wolfram Hell ist Unfallforscher am Institut für Rechtsmedizin in München. Der Fahrer eines VW Golf hat sich mit überhöhter Geschwindigkeit überschlagen und ist tödlich verunglückt. Die Experten analysieren die Sicherheitssysteme im Auto. Dazu gehören passive, wie Gurt oder Airbag, und aktive Systeme, die in das Fahrgeschehen eingreifen können. Schnell wird klar, der Fahrer war nicht angeschnallt, so wie 30-40% aller Verkehrstoten. Und das Auto hatte zwar ABS, aber kein intelligentes Bremssystem. Wir interessieren uns natürlich dafür, ob alte Antiblockiersysteme noch richtig funktionieren, ob der Kontakt mit den Reifen noch entsprechend war, ob elektronische Defekte vorliegen. Und uns interessiert natürlich auch, inwieweit ein schwerer Unfall durch ein aktives System hätte verhindert werden können. Wolfram Hell ist von der Bedeutung intelligenter Assistenzsysteme überzeugt und fordert einen umfassenderen Einbau. Erste Analysen haben ergeben, dass moderne Fahrassistenten ein Viertel aller Unfälle verhindern könnten. Auch der Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle Andreas Thalhammer setzt sich für mehr Assistenzsysteme ein, obwohl diese keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Womöglich hätte das eventuell die Aufprallgeschwindigkeit noch ein wenig reduziert und womöglich vielleicht auch die Verletzungsschwere. Ansonsten, also den Aufprall selbst hätte es nicht verhindert. Politiker, Verkehrsverbände und die Automobilindustrie wollen die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% reduzieren. Trotz immer besserer Technik scheint dieses Ziel im Moment kaum erreichbar. Wolfram Hell kennt viele der gängigen Assistenzsysteme. Die neue Mercedes S-Klasse ist er bis jetzt noch nicht gefahren. Ausgestattet ist die Limousine unter anderem mit einem 360-Grad-Kamerasystem, das einen Rundumblick ermöglicht. Kreuzungs-, Nachtsicht- oder Lenkassistent, insgesamt 20 Systeme können in das Fahrgeschehen eingreifen und Fehler des Menschen korrigieren, sofern der Mensch dies zulässt. Ein älterer Professor aus Schweden, dem er sagt, er hat den neuesten Volvo, aber das Zeug piept und blinkt natürlich so viel, dass er es dann im Grunde einfach am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vom Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahren wir in den Acker, ne? Das haben wir jetzt selber korrigiert, ne? Der hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden.
Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle 2 Jahre bei den Fahrzeugen oder ist es seit 2006 üblich, dass man diese Systeme inzwischen mitprüft. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung von Kameras, Sensoren und Steuergeräten voran und werben damit. Trotz Notbrems-, Totwinkel- oder Nachtsichtassistenten, das Steuer behält der Mensch dabei stets in der Hand. Noch. Berlin. Die Forscher der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik der Freien Universität sind schon einen Schritt weiter. Sie entwickeln das autonome Fahrzeug. Tinoš Ganžiné leitet das Projekt Autonomos. Ziel unserer Bemühungen ist eigentlich, das komplett autonome Fahren zu ermöglichen. Das heißt, dass wir alle Situationen so im Griff haben, dass wir in Zukunft auch ohne Sicherheitsfahrer auskommen und das Fahrzeug ganz alleine fahren kann. Das Testfahrzeug hat die Verkehrsregeln in der Software verankert. Hier sind auch die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten auf der Teststrecke gespeichert. Laserscanner, Radar und Videokameras erfassen die Umgebung. Ja, die Idee ist, dass jeder Sensor seine eigenen Stärken hat. Zum Beispiel mit diesem Laserscanner können wir sehr genau Distanzen zu Objekten bestimmen, während sich dieser Radar allerdings zur Geschwindigkeitsmessung eignet. Wenn wir die ganzen Daten zusammenwerfen und sogenannt fusionieren, dann erhalten wir sozusagen die bestmöglichen Ergebnisse und haben damit ein möglichst genaues Weltmodell und eine Vorstellung, wo die Objekte sich im Straßenverkehr bewegen. Auf einer speziell genehmigten Strecke quer durch Berlin. Der Wagen fährt mittig in der Fahrbahn und passt seine Geschwindigkeit an. Er erkennt Autos und Passanten. Eine spezielle Software analysiert die Daten und erzeugt die Fahrbefehle. Das Forschungsauto beachtet Ampelphasen und wechselt sogar die Spur. Tinoš Ganžiné sitzt nur zur Sicherheit hinter dem Steuer. Noch sind autonome Fahrzeuge in Europa nicht für den Verkehr zugelassen. Es gilt die Wiener Konvention, nach der jeder Fahrzeugführer unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen können muss. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Arbeitsgruppe ist in regelmäßigem Austausch mit der Automobilindustrie, die langfristig von den Ergebnissen profitieren kann. Fachleute schätzen, autonome Autos hätten das Potenzial, den Fahrzeugbestand um mehr als 90% zu reduzieren. An der Technischen Universität Dortmund beschäftigt sich Johannes Weyer mit den Chancen und Risiken der Technologie. Ja, das Problem, das die deutschen Automobilhersteller haben, ist ja, dass die Haftungsfragen nicht geklärt sind. Also sie dürfen kein autonomes Fahrzeug mit 100 Stundenkilometer über deutsche Autobahnen schicken. Da ist man in den USA ein Schrittchen weiter. Einige Bundesstaaten haben das ja bereits erlaubt. Und die Frage ist natürlich, wer trägt letztendlich die Verantwortung dafür, dass möglicherweise ein Unfall passiert, wo die Frage der Verantwortung unklar ist. Der Fahrer sagt, da hat was geblinkt, deswegen bin ich auf die Bremse getreten. Dieses Blinken lässt sich nicht nachweisen in den Protokollen. Der Fahrer, der danach kam, ist draufgefahren und so weiter und so fort. Also komplizierte Haftungsfragen. Auch wenn Haftungsfragen noch nicht geklärt sind, viele große Autohersteller testen bereits Prototypen von selbstfahrenden Fahrzeugen. Mit der neuen Technik sind große Hoffnungen verbunden. Weniger Stress, weniger Staus, weniger Unfälle. Die Zahl der Verkehrstoten sinkt von Jahr zu Jahr. Trotzdem, im Schnitt sterben 10 Menschen pro Tag im Straßenverkehr. Können autonome Autos die Situation verbessern? Für Johannes Weyer genügt es nicht, nur die Technik optimieren zu wollen. Wir gewöhnen uns ja an, bestimmte Prozesse an Technik zu delegieren.
Also mein Handy sortiert zum Beispiel die Spam-Mails automatisch aus. Mein Laptop macht das genauso. Das heißt, ich vertraue in gewisser Weise dieser Technik, dass sie bestimmte Prozesse für mich absolviert und bestimmte Operationen übernimmt. Aber ich verlasse mich natürlich auch drauf, und das kann zu überzogenem Vertrauen in Technik führen, dass ich überhaupt nicht mehr verstehe, was die Technik macht, und auch nicht mehr wachsam bin und auch Fehler und Fehlfunktionen nicht mehr wahrnehme. Für seine Forschungen zieht Johannes Weyer Erfahrungen aus einer anderen Verkehrsbranche heran, der Luftfahrt. 2009 stürzt eine Maschine der Air France in den Atlantik. 228 Menschen kommen ums Leben. In einer Schlechtwetterfront liefern die Geschwindigkeitsmesser falsche Daten. Der Autopilot schaltet sich aus. Fehler der Piloten führen daraufhin zum Absturz. Piloten der Air France-Maschine haben im entscheidenden Moment wirklich ganz gravierende Anfängerfehler gemacht. Also das Flugzeug in eine instabile Lage manövriert, was eigentlich einem erfahrenen Piloten nicht passieren dürfte. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so geschehen? Konnten die nicht fliegen? Die waren in einer Stresssituation und haben in einer Stresssituation falsch gehandelt, weil sie keine Verfahren hatten, wie sie mit solchen Stresssituationen umgehen. Die haben zum Beispiel keine Strategie entwickelt zu Beginn des Fluges, wie sie durch diese Schlechtwetterfront kommen. Alle Flugzeuge, die danach und davor geflogen sind, sind problemlos durchgekommen. Diese Crew hatte keine Strategie, wie sie da durchkommt, und hat dann, weil sie in Stress geraten ist, in Panik geraten ist, alles falsch gemacht. Der Techniksoziologe untersucht den Zusammenhang von Unfällen und dem Einsatz von Autopiloten in der Luftfahrt. Untersuchungen der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA zeigen, der häufige Einsatz wirkt sich tatsächlich negativ auf die Flugfähigkeiten der Piloten aus. Lassen sich diese Resultate auf das Autofahren übertragen? Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wir fangen dann an, unsere SMS zu lesen oder das Navi zu programmieren und so weiter. Das ist die große Gefahr. Der menschliche Geist möchte beschäftigt werden. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, weil das Auto, das Flugzeug sich automatisch steuert, dann suche ich mir andere Beschäftigungen und bin dann in dem Moment, wo ich hellwach sein muss, weil etwas Kritisches passiert, nicht mehr dabei. Die Entwicklung autonomer Systeme schreitet trotzdem voran. Die Forscher des herstellerunabhängigen Berliner Projekts Autonomous versuchen, die Schwächen eines vollautomatischen Systems zu erkennen und zu beseitigen. Es ist sehr viel ausgefeilte Technik notwendig, unter anderem Laserscanner, Radar oder Videokameras, um die Spontanität und Flexibilität eines Menschen auch nur im Ansatz auszugleichen. Also eine große Herausforderung sind für uns natürlich auch, wenn plötzliche Veränderungen im Straßenbild passieren. Das heißt, wenn sich zum Beispiel der Straßenverlauf durch eine Baustelle ändert, da müssen wir dann in Zukunft schauen, dass man entweder diese Informationen mitgeteilt bekommt über eine Car-to-Infrastructure-Kommunikation zum Beispiel, oder dass die Algorithmen so ausgefeilt sind, dass sie zum Beispiel diese Veränderungen selbstständig erkennen und live adaptieren können. Automobilhersteller schätzen, dass eine Vollautomatisierung ab 2020 möglich sein könnte. Die Branche setzt auf die schrittweise Einführung der Technik. In Landsberg am Lech testet der ADAC seit Mitte der 1990er Jahre Fahrerassistenzsysteme. Seit 2011 auch Notbremsassistenten. Andreas Riegling will heute den 7er Golf prüfen. Er fährt mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf eine stehende Fahrzeugattrappe zu. Der Wagen soll das Hindernis erkennen und rechtzeitig bremsen. Aktuelle Notbremsassistenten können nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern sogar in die Vollbremsung gehen. Bis 80 km/h zum Beispiel kann ein Unfall gänzlich vermieden werden. Doch auch im Personen- und Gütertransport sind Bremsassistenten wichtig. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass neue Bus- und Lkw-Modelle ab November 2013 ein automatisiertes Bremssystem haben müssen, das den Lkw im Notfall um 10 km pro Stunde abbremst. Auffahrunfälle wie dieser passieren immer wieder. Im Juli 2013 rast ein Lkw-Fahrer bei Sinsheim in ein Stauende. Ein Test des ADAC simuliert, was passiert, wenn ein Lkw, der von Tempo 80 auf 70 km pro Stunde abgebremst wird und auf ein Stauende trifft. Trotz Einbremsung um 10 km pro Stunde
hätten Insassen in voranstehenden Pkw kaum eine Überlebenschance. Die Forderung des ADAC geht deutlich höher. Wir haben Fahrversuche mit einem Prototypen eines Bremsenherstellers gemacht. Da hat sich gezeigt, dass ein LKW bis 50 km/h Fahrgeschwindigkeit den Auffahrunfall komplett verhindern könnte. Und es hat sich gezeigt, dass bis zu einer Fahrgeschwindigkeit oder bis bei der maximalen Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h, dass da ein Lastwagen die Kollisionsgeschwindigkeit immerhin noch um 40 km/h reduzieren kann. Das heißt also, deutlich mehr Energie rausnehmen als jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzgeber und Lkw-Hersteller sind noch zurückhaltend, was die Nachrüstung und Erweiterung der Systeme angeht. Vor allem wegen der Kosten und aus technischen Gründen. Das Problem bei solchen automatisierten Systemen ist immer die Fehlauslösung. Das heißt also, es besteht immer eine gewisse Gefahr, dass ein automatisiertes System eine Situation falsch erkennt und dann falsch reagiert. Das heißt zum Beispiel unter einer Brücke durchfährt, diese als Vordermann erkennt und dann eine Vollbremsung einleitet. Das muss natürlich verhindert werden. Und um da wirklich sicher zu gehen, sind viele Systeme sehr konservativ ausgelegt. Die große Schwäche von Assistenzsystemen, was nicht programmiert ist, funktioniert nicht. So erleidet 2013 ein Lkw-Fahrer auf der A6 einen Schlaganfall. Das Fahrzeug fährt mit eingeschaltetem Tempomat noch etwa 10 Kilometer weiter. Erst an einer Steigung kommt es zum Stehen. Niemand wird verletzt. Also ein Fall, wo ein System automatisch weiterfährt, obwohl der Fahrer längst nicht mehr in der Lage ist, es zu lenken, der darf natürlich nicht passieren. Und ich denke mal, da müssen wir Anleihen bei der Deutschen Bahn nehmen. Da gibt es den Totmannschalter. Also wenn nach, glaube ich, 60 oder 90 Sekunden der Zugführer den nicht betätigt, dann gibt es eine Zwangsbremsung. Das heißt, sobald wir automatischen Betrieb ermöglichen, brauchen wir natürlich immer eine Rückfallebene, eine Fail-Safe-Ebene. Und da denke ich, da ist die Deutsche Bahn einfach gut. Und das müssen wir dann eben auch in Fahrzeuge einbauen, einen solchen Totmannschalter, um zu vermeiden, dass ein 40-Tonner-Führer los über die Autobahn rast, weil der Fahrer einen Schlaganfall bekommen hat. Die Forscher vom Projekt Autonomos der Freien Universität Berlin versuchen Erkenntnisse aus ihrer Forschung auch auf größere Fahrzeuge zu übertragen. Tinoš Ganžiņė und seine Kollegen haben dabei vor allem die speziellen Anforderungen von Müllautos im Blick. Immer wieder kommt es beim Zurücksetzen von Müllfahrzeugen zu Kollisionen mit Hindernissen, im schlimmsten Fall mit Menschen. Zusammen mit der Berliner Stadtreinigung hat die Arbeitsgruppe ein intelligentes Kamerasystem entwickelt. Konventionelle Rückfahrsysteme nutzen Ultraschall und können Hindernisse nur abstrakt erkennen. Die neuen Stereokameras filmen aus verschiedenen Perspektiven und können erstaunlich gut differenzieren. Der Fahrer sieht den Raum hinter dem Fahrzeug über ein Display. Kommt jemand in den Gefahrenbereich, wird er zunächst gewarnt. Der Fahrer kann nun entsprechend reagieren. Der Nachteil von Ultraschall-Parksystemen ist, dass sie einfach keine Objekte unterscheiden können. Die können, sage ich mal, nur stupide den Abstand messen. Im Falle von Abfallsammelfahrzeugen müssen wir Objekte unterscheiden können, weil es oft auch gewollt ist, dass Personen hinter dem Fahrzeug arbeiten. Die müssen dort den Abfall entwerten und hinten reinwerfen. Aber wenn plötzlich jetzt ein Passant zum Beispiel hinter das Fahrzeug rennt, muss das gesondert behandelt werden und dafür vielleicht auch eine Notbremsung eingeleitet werden. Wird ein Mindestabstand unterschritten, löst das Müllfahrzeug eine Rückfahrsperre aus. Das Rückfahrassistenzsystem soll ein Jahr lang getestet werden, bevor entschieden wird, ob weitere Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigung damit ausgestattet werden. Rund 3.600 Menschen sind 2012 in Deutschland bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist zwar so wenig wie noch nie, trotzdem, Unfallforscher und Mediziner Wolfram Hell fordert mehr Anstrengungen, um die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Er fasst technische Mängel an Fahrzeugen, Unfallursachen und Verletzungen von Verkehrstoten in einer Datenbank zusammen. Menschen werden insoweit untersucht, was für Verletzungen aufgetreten sind, welche Verletzungsschwere vorliegt. Und es wird sehr präzise dokumentiert, welche Körperstellen mit welchen Verletzungen vorhanden sind, um einfach dann die Verletzungsursache bei dem Unfall mit der Verletzung in Verbindung zu bringen.
Neben den Obduktionen werden die Unfälle auch am Computer rekonstruiert. Wolfram Hell erkennt Sicherheitslücken und macht Politik und Autoherstellern immer wieder Verbesserungsvorschläge. Deren Umsetzung scheitert jedoch oft am Preis. Die Hersteller wollen Fahrzeuge verkaufen, wollen Gewinne machen, wollen natürlich möglichst wenig investieren. Und unsere Intention ist natürlich, möglichst viel an Sicherheit zu bekommen. Und im Prinzip haben wir da den Zielkonflikt, dass wir relevante, sicherheitsrelevante Dinge so identifizieren müssen, dass sie auch möglichst in alle Modelle oder in viele Modelle eingebaut werden. Es kann ja nicht sein, dass nur 100.000 oder 200.000 Euro teure Fahrzeuge diese Systeme bekommen, sondern gerade kleine, leichte Fahrzeuge brauchen besonders solche Systeme, weil in kleinen, leichten Fahrzeugen die Verletzungsgefahr noch deutlich höher ist als bei großen, schweren Fahrzeugen. Lausanne in der Schweiz. Auf dem Campus der École Polytechnique denkt man in der Automatisierung schon einen Schritt weiter. Max Lefebvre von der französischen Firma Induct Technology und ein Ingenieur der Hochschule erproben hier ein führerloses Elektro-Shuttle, genannt Navia. Das Unigelände gehört dem Schweizer Staat und zählt nicht zum öffentlichen Verkehr. Das Shuttle darf hier für Tests auf einer programmierten Route fahren. Autonom. Die Idee ist, das Auto aus den Städten zu verbannen. Eine Lösung könnte sein, neben bestehenden Systemen wie Carsharing, Bussen und den Straßen und U-Bahnen auf begrenzten Flächen Shuttle einzusetzen. So werden wir die Autos und damit auch die Staus los. Autos sind eine Verschmutzung der Natur, aber auch für die Augen der Menschen in den Städten. Nicht viele Ingenieure in Deutschland würden es wagen, Autos als Verschmutzung für die Augen zu bezeichnen. Navia ist als autonomes öffentliches Verkehrsmittel für bis zu 8 Personen konzipiert. Wissenschaftler und Ingenieure haben dafür die technologischen Voraussetzungen geschaffen. Ausgestattet mit Laser, Telemetrie, GPS, 3D-Kameras und Sensoren. Die Daten werden 25 Mal pro Sekunde über 360 Grad und mit einer 200 Meter Reichweite analysiert. Das Fahrzeug erkennt Hindernisse auf dem Weg. Ab etwa 50 Metern Distanz weiß das Computerhirn des Shuttles, ob es einem festen oder beweglichen Hindernis begegnet. Auch Fußgänger erkennt es. Im Ernstfall stoppt das Shuttle. Die Vision, das Shuttle soll über eine Smartphone-App angefordert werden können. Im Fahrzeug wird das Ziel über einen Touchscreen gewählt. Die Route ist programmiert, autonomer Transport. Doch die Zulassungsbestimmungen für den öffentlichen Verkehr sind schwierig. Das Hauptproblem ist die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen. Wenn Sie zum Beispiel an einer Kreuzung stoppen, müssen Sie dem anderen Fahrer in die Augen sehen, um zu wissen, ob er Sie durchlässt. Wir brauchen Autos, die miteinander kommunizieren, um so den Fahrer zu ersetzen. Im Moment funktioniert das noch nicht im Verkehr. Und das ist das größte Problem. Auf privaten Geländen sind autonome Shuttles längst Alltag. Am Flughafen Heathrow steuern heute mehr als 20 Shuttles Reisende zum Terminal 5. Auch auf dem Campus der Uni Dortmund fährt eine Hochbahn führerlos. Johannes Weyer schätzt das Potenzial für den Personentransport sehr hoch ein. Der Verkehr soll ja weiter wachsen und die Frage ist, ob wir auf den bestehenden Pfaden einfach so weiter fortschreiten können oder ob wir nicht unsere Mobilität komplett neu erfinden müssen. Und ich weiß, dass in Großstädten sich schon ganz andere Mobilitätsmuster entwickelt haben. Da braucht man kein Auto, weil man findet ja sowieso keinen Parkplatz. Man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da sind wir momentan in einer Situation, auch durch die Diskussion über das Elektroauto, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Damit sich ein Auto autonom im Verkehr bewegen kann, braucht es eine Vielzahl an Informationen.
Eine Idee, die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Infrastruktur und untereinander. Informationen über Staus, Parkplätze, aber auch Gefahren könnten ausgetauscht werden. Dafür müssten allerdings die Fahrzeuge alle gleichzeitig aufgerüstet werden. Für neue Verkehrskonzepte werden auch Wettbewerber immer wichtiger, die nicht aus der klassischen Automobilindustrie stammen. Google ist dabei, das Auto neu zu erfinden. Wir haben ja eine enorme Entwicklung des Automobils, das jetzt über 100 Jahre alt ist. Die Entwicklung dahingehend, dass das Auto immer intelligenter wurde, dass also immer mehr Computerpower an Bord des Autos gepackt wurde. Und Google erfindet das Auto komplett neu. Es ist im Grunde kein Auto, so wie wir es kennen, sondern eine fahrende Suchmaschine, also ein Computer mit vier Rädern. Das ist eine ganz andere Denklogik. Solange sich diese neue Denklogik nicht durchsetzt, gilt es, Lösungen zu aktuellen Problemen zu finden. Haftungsfragen müssen geklärt, Assistenzsysteme weiter verbessert werden. Also durch Assistenzsysteme ist anzunehmen, dass die Zahl der Verkehrstoten sicher positiv beeinflusst werden kann. Das heißt, wir werden weniger Verkehrstote haben. Es kommt natürlich sehr auf das Assistenzsystem an oder auf die Kombination mehrerer Assistenzsysteme, wie effektiv das Ganze ist. Die Chancen von Assistenzsystemen oder autonomen Fahrzeugen sind beachtlich. Die Risiken werden erst im massenhaften Einsatz deutlicher in Erscheinung treten. Die Frage danach, wer besser ist, der Mensch oder die Technik, ist eigentlich eine fiese Frage, weil man kann sie so nicht beantworten, nicht eindeutig beantworten. In vielen Standardsituationen ist die Technik besser. Das ist einfach so. Die Technik ist in Standardsituationen einfach gut und kann vor allem ausdauernd, ermüdungsfrei ein Fahrzeug steuern. Aber in unerwarteten Situationen greifen eben die vorgefertigten Algorithmen. Und dann ist die Technik oft überfordert. Und dann, so wie geschehen bei der Air France-Maschine, schaltet sich der Autopilot aus. Dann ist wieder der Mensch gefragt. Das heißt, wir brauchen im Grunde beide Komponenten an Bord von Fahrzeugen, von Flugzeugen und anderen Geräten, die gemeinsam in einer funktionierenden Kooperation von Mensch und Maschine ein System steuern. Gut 90% aller Verkehrsunfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Unfallforscher Wolfram Hell prüft, ob technische Systeme menschliche Fehler korrigieren könnten. Wir überlegen uns aber natürlich, was wäre geschehen, wenn bei diesem schweren oder tödlichen Unfall dieses System eingebaut worden wäre. Die Straßen werden immer voller. Auch dank ausgereifter Sicherheitstechnik ist die Zahl der Unfälle mit Todesfolge rückläufig. Experten wie der Techniksoziologe Johannes Weyer warnen jedoch auch vor zu viel Technik im Auto. Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wäre es vielleicht am besten, wenn Autos autonom von Autopiloten gesteuert würden? Der Mediziner Wolfram Hell ist Unfallforscher am Institut für Rechtsmedizin in München. Der Fahrer eines VW Golf hat sich mit überhöhter Geschwindigkeit überschlagen und ist tödlich verunglückt. Die Experten analysieren die Sicherheitssysteme im Auto. Dazu gehören passive, wie Gurt oder Airbag, und aktive Systeme, die in das Fahrgeschehen eingreifen können. Schnell wird klar, der Fahrer war nicht angeschnallt, so wie 30-40% aller Verkehrstoten. Und das Auto hatte zwar ABS, aber kein intelligentes Bremssystem. Wir interessieren uns natürlich dafür, ob
alte Antiblockiersysteme noch richtig funktionieren, ob der Kontakt mit den Reifen noch entsprechend war, ob elektronische Defekte vorliegen. Und uns interessiert natürlich auch, inwieweit ein schwerer Unfall durch ein aktives System hätte verhindert werden können. Wolfram Hell ist von der Bedeutung intelligenter Assistenzsysteme überzeugt und fordert einen umfassenderen Einbau. Erste Analysen haben ergeben, dass moderne Fahrassistenten ein Viertel aller Unfälle verhindern könnten. Auch der Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle Andreas Thalhammer setzt sich für mehr Assistenzsysteme ein, obwohl diese keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Womöglich hätte das eventuell die Aufprallgeschwindigkeit noch ein wenig reduziert und womöglich vielleicht auch die Verletzungsschwere. Ansonsten, also den Aufprall selbst hätte es nicht verhindert. Politiker, Verkehrsverbände und die Automobilindustrie wollen die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% reduzieren. Trotz immer besserer Technik scheint dieses Ziel im Moment kaum erreichbar. Wolfram Hell kennt viele der gängigen Assistenzsysteme. Die neue Mercedes S-Klasse ist er bis jetzt noch nicht gefahren. Ausgestattet ist die Limousine unter anderem mit einem 360-Grad-Kamerasystem, das einen Rundumblick ermöglicht. Kreuzungs-, Nachtsicht- oder Lenkassistent, insgesamt 20 Systeme können in das Fahrgeschehen eingreifen und Fehler des Menschen korrigieren, sofern der Mensch dies zulässt. Älterer Professor aus Schweden, dem er sagt, er hat den neuesten Volvo, aber das Zeug piept und blinkt natürlich so viel, dass er es dann im Grunde einfach am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vorm Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahren wir in den Acker, ne? Das haben wir jetzt selber korrigiert, ne? Der hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle 2 Jahre bei den Fahrzeugen oder ist es seit 2006 üblich, dass man diese Systeme inzwischen mitprüft. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung von Kameras, Sensoren und Steuergeräten voran und werben damit. Trotz Notbrems-, Totwinkel- oder Nachtsichtassistenten, das Steuer behält der Mensch dabei stets in der Hand. Noch. Berlin. Die Forscher der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik der Freien Universität sind schon einen Schritt weiter. Sie entwickeln das autonome Fahrzeug. Tinoš Ganjine leitet das Projekt Autonomos. Ziel unserer Bemühungen ist eigentlich, das komplett autonome Fahren zu ermöglichen. Das heißt, dass wir alle Situationen so im Griff haben, dass wir in Zukunft auch ohne Sicherheitsfahrer auskommen und das Fahrzeug ganz alleine fahren kann. Das Testfahrzeug hat die Verkehrsregeln in der Software verankert. Hier sind auch die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten auf der Teststrecke gespeichert. Laserscanner, Radar und Videokameras erfassen die Umgebung.
Ja, die Idee ist, dass jeder Sensor seine eigenen Stärken hat. Zum Beispiel mit diesem Laserscanner können wir sehr genau Distanzen zu Objekten bestimmen, während sich dieser Radar allerdings zur Geschwindigkeitsmessung eignet. Wenn wir die ganzen Daten zusammenwerfen und sogenannt fusionieren, dann erhalten wir sozusagen die bestmöglichen Ergebnisse und haben damit ein möglichst genaues Weltmodell und eine Vorstellung, wo die Objekte sich im Straßenverkehr bewegen. Auf einer speziell genehmigten Strecke quer durch Berlin. Der Wagen fährt mittig in der Fahrbahn und passt seine Geschwindigkeit an. Er erkennt Autos und Passanten. Eine spezielle Software analysiert die Daten und erzeugt die Fahrbefehle. Das Forschungsauto beachtet Ampelphasen und wechselt sogar die Spur. Tinoš Ganžiné sitzt nur zur Sicherheit hinter dem Steuer. Noch sind autonome Fahrzeuge in Europa nicht für den Verkehr zugelassen. Es gilt die Wiener Konvention, nach der jeder Fahrzeugführer unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen können muss. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Arbeitsgruppe ist in regelmäßigem Austausch mit der Automobilindustrie, die langfristig von den Ergebnissen profitieren kann. Fachleute schätzen, autonome Autos hätten das Potenzial, den Fahrzeugbestand um mehr als 90% zu reduzieren. An der Technischen Universität Dortmund beschäftigt sich Johannes Weyer mit den Chancen und Risiken der Technologie. Ja, das Problem, das die deutschen Automobilhersteller haben, ist ja, dass die Haftungsfragen nicht geklärt sind. Also sie dürfen kein autonomes Fahrzeug mit 100 Stundenkilometer über deutsche Autobahnen schicken. Da ist man in den USA ein Schrittchen weiter. Einige Bundesstaaten haben das ja bereits erlaubt. Und die Frage ist natürlich, wer trägt letztendlich die Verantwortung dafür, dass möglicherweise ein Unfall passiert, wo die Frage der Verantwortung unklar ist. Der Fahrer sagt, da hat was geblinkt, deswegen bin ich auf die Bremse getreten. Dieses Blinken lässt sich nicht nachweisen in den Protokollen. Der Fahrer, der danach kam, ist draufgefahren und so weiter und so fort. Also komplizierte Haftungsfragen. Auch wenn Haftungsfragen noch nicht geklärt sind, viele große Autohersteller testen bereits Prototypen von selbstfahrenden Fahrzeugen. Mit der neuen Technik sind große Hoffnungen verbunden. Weniger Stress, weniger Staus, weniger Unfälle. Die Zahl der Verkehrstoten sinkt von Jahr zu Jahr. Trotzdem, im Schnitt sterben 10 Menschen pro Tag im Straßenverkehr. Können autonome Autos die Situation verbessern? Für Johannes Weyer genügt es nicht nur, die Technik optimieren zu wollen. Wir gewöhnen uns ja an, bestimmte Prozesse an Technik zu delegieren. Also mein Handy sortiert zum Beispiel die Spam-Mails automatisch aus. Mein Laptop macht das genauso. Das heißt, ich vertraue in gewisser Weise dieser Technik, dass sie bestimmte Prozesse für mich absolviert und bestimmte Operationen übernimmt. Aber ich verlasse mich natürlich auch drauf und das kann zu überzogenem Vertrauen in Technik führen, dass ich überhaupt nicht mehr verstehe, was die Technik macht und auch nicht mehr wachsam bin und auch Fehler und Fehlfunktionen nicht mehr wahrnehme. Für seine Forschungen zieht Johannes Weyer Erfahrungen aus einer anderen Verkehrsbranche heran, der Luftfahrt. 2009 stürzt eine Maschine der Air France in den Atlantik. 228 Menschen kommen ums Leben. In einer Schlechtwetterfront liefern die Geschwindigkeitsmesser falsche Daten. Der Autopilot schaltet sich aus. Fehler der Piloten führen daraufhin zum Absturz. Piloten der Air France-Maschine haben im entscheidenden Moment wirklich ganz gravierende Anfängerfehler gemacht, also das Flugzeug in eine instabile Lage manövriert, was eigentlich einem erfahrenen Piloten nicht passieren dürfte. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so geschehen? Konnten die nicht fliegen? Die waren in einer Stresssituation und haben in einer Stresssituation falsch gehandelt, weil sie keine Verfahren hatten, wie sie mit solchen Stresssituationen umgehen. Die haben zum Beispiel keine Strategie entwickelt zu Beginn des Fluges, wie sie durch diese Schlechtwetterfront kommen. Alle Flugzeuge, die danach und davor geflogen sind, sind problemlos durchgekommen. Diese Crew hatte keine Strategie, wie sie da durchkommt und hat dann, weil sie in Stress geraten ist, in Panik geraten ist, alles falsch gemacht. Der Techniksoziologe untersucht den Zusammenhang von Unfällen und dem Einsatz von Autopiloten in der Luftfahrt. Untersuchungen der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA zeigen, der häufige Einsatz wirkt sich tatsächlich negativ auf die Flugfähigkeiten der Piloten aus.
Lassen sich diese Resultate auf das Autofahren übertragen? Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wir fangen dann an, unsere SMS zu lesen oder das Navi zu programmieren und so weiter. Das ist die große Gefahr. Der menschliche Geist möchte beschäftigt werden. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, weil das Auto, das Flugzeug sich automatisch steuert, dann suche ich mir andere Beschäftigungen und bin dann in dem Moment, wo ich hellwach sein muss, weil etwas Kritisches passiert, nicht mehr dabei. Die Entwicklung autonomer Systeme schreitet trotzdem voran. Die Forscher des herstellerunabhängigen Berliner Projekts Autonomous versuchen, die Schwächen eines vollautomatischen Systems zu erkennen und zu beseitigen. Es ist sehr viel ausgefeilte Technik notwendig, unter anderem Laserscanner, Radar oder Videokameras, um die Spontanität und Flexibilität eines Menschen auch nur im Ansatz auszugleichen. Also eine große Herausforderung sind für uns natürlich auch, wenn plötzliche Veränderungen im Straßenbild passieren. Das heißt, wenn sich zum Beispiel der Straßenverlauf durch eine Baustelle ändert, da müssen wir dann in Zukunft schauen, dass man entweder diese Informationen mitgeteilt bekommt, über eine Car-to-Infrastructure-Kommunikation zum Beispiel, oder dass die Algorithmen so ausgefeilt sind, dass sie zum Beispiel diese Veränderungen selbstständig erkennen und live adaptieren können. Automobilhersteller schätzen, dass eine Vollautomatisierung ab 2020 möglich sein könnte. Die Branche setzt auf die schrittweise Einführung der Technik. In Landsberg am Lech testet der ADAC seit Mitte der 1990er Jahre Fahrerassistenzsysteme. Seit 2011 auch Notbremsassistenten. Andreas Riegling will heute den 7er Golf prüfen. Er fährt mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf eine stehende Fahrzeugattrappe zu. Der Wagen soll das Hindernis erkennen und rechtzeitig bremsen. Aktuell Notbremsassistenten können nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern sogar in die Vollbremsung gehen. Bis 80 km/h zum Beispiel kann ein Unfall gänzlich vermieden werden. Doch auch im Personen- und Gütertransport sind Bremsassistenten wichtig. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass neue Bus- und Lkw-Modelle ab November 2013 ein automatisiertes Bremssystem haben müssen, das den Lkw im Notfall um 10 km pro Stunde abbremst. Auffahrunfälle wie dieser passieren immer wieder. Im Juli 2013 rast ein Lkw-Fahrer bei Sinsheim in ein Stauende. Ein Test des ADAC simuliert, was passiert, wenn ein Lkw, der von Tempo 80 auf 70 km pro Stunde abgebremst wird und auf ein Stauende trifft. Trotz Einbremsung um 10 km pro Stunde hätten Insassen im voranstehenden Pkw kaum eine Überlebenschance. Die Forderung des ADAC geht deutlich höher. Wir haben Fahrversuche mit einem Prototypen eines Bremsenherstellers gemacht. Da hat sich gezeigt, dass ein Lkw bis 50 km/h Fahrgeschwindigkeit den Auffahrunfall komplett verhindern könnte. Und es hat sich gezeigt, dass bis zu einer Fahrgeschwindigkeit oder bis bei der maximalen Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h, dass da ein Lastwagen die Kollisionsgeschwindigkeit immerhin noch um 40 km/h reduzieren kann. Das heißt also, deutlich mehr Energie rausnehmen als jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzgeber und Lkw-Hersteller sind noch zurückhaltend, was die Nachrüstung und Erweiterung der Systeme angeht. Vor allem wegen der Kosten und aus technischen Gründen. Das Problem bei solchen automatisierten Systemen ist immer die Fehlauslösung. Das heißt also, es besteht immer eine gewisse Gefahr, dass ein automatisiertes System eine Situation falsch erkennt und dann falsch reagiert. Das heißt zum Beispiel unter einer Brücke durchfährt, diese als Vordermann erkennt und dann eine Vollbremsung einleitet. Das muss natürlich verhindert werden und um da wirklich sicher zu gehen, sind viele Systeme sehr konservativ ausgelegt. Die große Schwäche von Assistenzsystemen, was nicht programmiert ist, funktioniert nicht. So erleidet 2013 ein Lkw-Fahrer auf der A6 einen Schlaganfall. Das Fahrzeug fährt mit eingeschaltetem Tempomat noch etwa 10 Kilometer weiter. Erst an einer Steigung kommt es zum Stehen. Niemand wird verletzt. Also ein Fall, wo ein System automatisch weiterfährt,
obwohl der Fahrer längst nicht mehr in der Lage ist, es zu lenken. Der darf natürlich nicht passieren. Und ich denke mal, da müssen wir Anleihen bei der Deutschen Bahn nehmen. Da gibt es den Totmannschalter. Also wenn nach, glaube ich, 60 oder 90 Sekunden der Zugführer den nicht betätigt, dann gibt es eine Zwangsbremsung. Das heißt, sobald wir automatischen Betrieb ermöglichen, brauchen wir natürlich immer eine Rückfallebene, eine Fail-Safe-Ebene. Und da denke ich, da ist die Deutsche Bahn einfach gut. Und das müssen wir dann eben auch in Fahrzeuge einbauen, einen solchen Totmannschalter, um zu vermeiden, dass ein 40-Tonner-Führer los über die Autobahn rast, weil der Fahrer einen Schlaganfall bekommen hat. Die Forscher vom Projekt Autonomos der Freien Universität Berlin versuchen, Erkenntnisse aus ihrer Forschung auch auf größere Fahrzeuge zu übertragen. Tinoš Ganžiné und seine Kollegen haben dabei vor allem die speziellen Anforderungen von Müllautos im Blick. Immer wieder kommt es beim Zurücksetzen von Müllfahrzeugen zu Kollisionen mit Hindernissen, im schlimmsten Fall mit Menschen. Zusammen mit der Berliner Stadtreinigung hat die Arbeitsgruppe ein intelligentes Kamerasystem entwickelt. Konventionelle Rückfahrsysteme nutzen Ultraschall und können Hindernisse nur abstrakt erkennen. Die neuen Stereokameras filmen aus verschiedenen Perspektiven und können erstaunlich gut differenzieren. Der Fahrer sieht den Raum hinter dem Fahrzeug über ein Display. Kommt jemand in den Gefahrenbereich, wird er zunächst gewarnt. Der Fahrer kann nun entsprechend reagieren. Der Nachteil von Ultraschall-Parksystemen ist, dass sie einfach keine Objekte unterscheiden können. Die können, sage ich mal, nur stupide den Abstand messen. Im Falle von Abfallsammelfahrzeugen müssen wir Objekte unterscheiden können, weil es oft auch gewollt ist, dass Personen hinter dem Fahrzeug arbeiten. Die müssen dort den Abfall entwerten und hinten reinwerfen. Aber wenn plötzlich jetzt ein Passant zum Beispiel hinter das Fahrzeug rennt, muss das gesondert behandelt werden und dafür vielleicht auch eine Notbremsung eingeleitet werden. Wird ein Mindestabstand unterschritten, löst das Müllfahrzeug eine Rückfahrsperre aus. Das Rückfahrassistenzsystem soll ein Jahr lang getestet werden, bevor entschieden wird, ob weitere Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigung damit ausgestattet werden. Rund 3.600 Menschen sind 2012 in Deutschland bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist zwar so wenig wie noch nie, trotzdem, Unfallforscher und Mediziner Wolfram Hell fordert mehr Anstrengungen, um die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Er fasst technische Mängel an Fahrzeugen, Unfallursachen und Verletzungen von Verkehrstoten in einer Datenbank zusammen. Menschen werden insoweit untersucht, was für Verletzungen aufgetreten sind, welche Verletzungsschwere vorliegt. Und es wird sehr präzise dokumentiert, welche Körperstellen mit welchen Verletzungen vorhanden sind, um einfach dann die Verletzungsursache bei dem Unfall mit der Verletzung in Verbindung zu bringen. Neben den Obduktionen werden die Unfälle auch am Computer rekonstruiert. Wolfram Hell erkennt Sicherheitslücken und macht Politik und Autoherstellern immer wieder Verbesserungsvorschläge. Deren Umsetzung scheitert jedoch oft am Preis. Die Hersteller wollen Fahrzeuge verkaufen, wollen Gewinne machen, wollen natürlich möglichst wenig investieren. Und unsere Intention ist natürlich, möglichst viel an Sicherheit zu bekommen. Und im Prinzip haben wir da den Zielkonflikt, dass wir relevante, sicherheitsrelevante Dinge so identifizieren müssen, dass sie auch möglichst in alle Modelle oder in viele Modelle eingebaut werden. Es kann ja nicht sein, dass nur 100.000 oder 200.000 Euro teure Fahrzeuge diese Systeme bekommen, sondern gerade kleine, leichte Fahrzeuge brauchen besonders solche Systeme, weil in kleinen, leichten Fahrzeugen die Verletzungsgefahr noch deutlich höher ist als bei großen, schweren Fahrzeugen. Lausanne in der Schweiz. Auf dem Campus der École Polytechnique denkt man in der Automatisierung schon einen Schritt weiter. Max Lefebvre von der französischen Firma Induct Technology und ein Ingenieur der Hochschule erproben hier ein führerloses Elektro-Shuttle, genannt Navia. Das Unigelände gehört dem Schweizer Staat und zählt nicht zum öffentlichen Verkehr. Das Shuttle darf hier für Tests auf einer programmierten Route fahren. Autonom. Our idea at Induct is to get rid of cars in cities.
Die Idee ist, das Auto aus den Städten zu verbannen. Eine Lösung könnte sein, neben bestehenden Systemen wie Carsharing, Bussen und den Straßen und U-Bahnen auf begrenzten Flächen Shuttle einzusetzen. So werden wir die Autos und damit auch die Staus los. Autos sind eine Verschmutzung der Natur, aber auch für die Augen der Menschen in den Städten. Nicht viele Ingenieure in Deutschland würden es wagen, Autos als Verschmutzung für die Augen zu bezeichnen. Navya ist als autonomes öffentliches. Die waren in einer Stresssituation und haben in einer Stresssituation falsch gehandelt, weil sie keine Verfahren hatten, wie sie mit solchen Stresssituationen umgehen. Die haben zum Beispiel keine Strategie entwickelt zu Beginn des Fluges, wie sie durch diese Schlechtwetterfront kommen. Alle Flugzeuge, die danach und davor geflogen sind, sind problemlos durchgekommen. Diese Crew hatte keine Strategie, wie sie da durchkommt und hat dann, weil sie in Stress geraten ist, in Panik geraten ist, alles falsch gemacht. Der Techniksoziologe untersucht den Zusammenhang von Unfällen und dem Einsatz von Autopiloten in der Luftfahrt. Untersuchungen der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA zeigen, der häufige Einsatz wirkt sich tatsächlich negativ auf die Flugfähigkeiten der Piloten aus. Lassen sich diese Resultate auf das Autofahren übertragen? Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wir fangen dann an, unsere SMS zu lesen oder das Navi zu programmieren und so weiter. Das ist die große Gefahr. Der menschliche Geist möchte beschäftigt werden. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, weil das Auto, das Flugzeug sich automatisch steuert, dann suche ich mir andere Beschäftigungen und bin dann in dem Moment, wo ich hellwach sein muss, weil etwas Kritisches passiert, nicht mehr dabei. Die Entwicklung autonomer Systeme schreitet trotzdem voran. Die Forscher des herstellerunabhängigen Berliner Projekts Autonomous versuchen, die Schwächen eines vollautomatischen Systems zu erkennen und zu beseitigen. Es ist sehr viel ausgefeilte Technik notwendig, unter anderem Laserscanner, Radar oder Videokameras, um die Spontanität und Flexibilität eines Menschen auch nur im Ansatz auszugleichen. Also eine große Herausforderung sind für uns natürlich auch, wenn plötzliche Veränderungen im Straßenbild passieren. Das heißt, wenn sich zum Beispiel der Straßenverlauf durch eine Baustelle ändert, da müssen wir dann in Zukunft schauen, dass man entweder diese Informationen mitgeteilt bekommt, über eine Car-to-Infrastructure-Kommunikation zum Beispiel, oder dass die Algorithmen so ausgefeilt sind, dass sie zum Beispiel diese Veränderungen selbstständig erkennen und live adaptieren können. Automobilhersteller schätzen, dass eine Vollautomatisierung ab 2020 möglich sein könnte. Die Branche setzt auf die schrittweise Einführung der Technik. In Landsberg am Lech testet der ADAC seit Mitte der 1990er Jahre Fahrerassistenzsysteme. Seit 2011 auch Notbremsassistenten. Andreas Riegling will heute den 7er Golf prüfen. Er fährt mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf eine stehende Fahrzeugattrappe zu. Der Wagen soll das Hindernis erkennen und rechtzeitig bremsen. Aktuell Notbremsassistenten können nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern sogar in die Vollbremsung gehen. Bis 80 km/h zum Beispiel kann ein Unfall gänzlich vermieden werden. Doch auch im Personen- und Gütertransport sind. Das Shuttle soll über eine Smartphone-App angefordert werden können. Im Fahrzeug wird das Ziel über einen Touchscreen gewählt. Die Route ist programmiert. Autonomer Transport. Doch die Zulassungsbestimmungen für den öffentlichen Verkehr sind schwierig. Das Hauptproblem ist die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen. Wenn Sie zum Beispiel an einer Kreuzung stoppen, müssen Sie dem anderen Fahrer in die Augen sehen, um zu wissen, ob er Sie durchlässt. Wir brauchen Autos, die miteinander kommunizieren, um so den Fahrer zu ersetzen. Im Moment funktioniert das noch nicht im Verkehr. Und das ist das größte Problem. Auf privaten Geländen sind autonome Shuttles längst Alltag. Am Flughafen Heathrow steuern heute mehr als 20 Shuttles Reisende zum Terminal 5. Auch auf dem Campus der Uni Dortmund fährt eine Hochbahn führerlos. Johannes Weyer schätzt das Potenzial für den Personentransport sehr hoch ein. Der Verkehr soll ja weiter wachsen und die Frage ist, ob wir auf den bestehenden Pfaden einfach so weiter fortschreiten können oder ob wir nicht unsere Mobilität komplett neu erfinden müssen.
Und ich weiß, dass in Großstädten sich schon ganz andere Mobilitätsmuster entwickelt haben. Da braucht man kein Auto, weil man findet ja sowieso keinen Parkplatz. Man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da sind wir momentan in einer Situation, auch durch die Diskussion über das Elektroauto, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Damit sich ein Auto autonom im Verkehr bewegen kann, braucht es eine Vielzahl an Informationen. Eine Idee, die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Infrastruktur und untereinander. Informationen über Staus, Parkplätze, aber auch Gefahren könnten ausgetauscht werden. Dafür müssten allerdings die Fahrzeuge alle gleichzeitig aufgerüstet werden. Für neue Verkehrskonzepte werden auch Wettbewerber immer wichtiger, die nicht aus der klassischen Automobilindustrie stammen. Google ist dabei, das Auto neu zu erfinden. Wir haben ja eine enorme Entwicklung des Automobils, das jetzt über 100 Jahre alt ist. Die Entwicklung dahingehend, dass das Auto immer intelligenter wurde, dass also immer mehr Computerpower an Bord des Autos gepackt wurde. Und Google erfindet das Auto komplett neu. Es ist im Grunde kein Auto, so wie wir es kennen, sondern eine fahrende Suchmaschine, also ein Computer mit vier Rädern. Das ist eine ganz andere Denklogik. Solange sich diese neue Denklogik nicht durchsetzt, gilt es, Lösungen zu aktuellen Problemen zu finden. Haftungsfragen müssen geklärt, Assistenzsysteme weiter verbessert werden. Also durch Assistenzsysteme ist anzunehmen, dass die Zahl der Verkehrstoten... ...es nicht nur die Technik optimieren zu wollen. Wir gewöhnen uns ja an, bestimmte Prozesse an Technik zu delegieren. Also mein Handy sortiert zum Beispiel die Spam-Mails automatisch aus. Mein Laptop macht das genauso. Das heißt, ich vertraue in gewisser Weise dieser Technik, dass sie bestimmte Prozesse für mich absolviert und bestimmte Operationen übernimmt. Aber ich verlasse mich natürlich auch drauf, und das kann zu überzogenem Vertrauen in Technik führen, dass ich überhaupt nicht mehr verstehe, was die Technik macht, und auch nicht mehr wachsam bin und auch Fehler und Fehlfunktionen nicht mehr wahrnehme. Für seine Forschungen zieht Johannes Weyer Erfahrungen aus einer anderen Verkehrsbranche heran, der Luftfahrt. 2009 stürzt eine Maschine der Air France in den Atlantik. 228 Menschen kommen ums Leben. In einer Schlechtwetterfront liefern die Geschwindigkeitsmesser falsche Daten. Der Autopilot schaltet sich aus. Fehler der Piloten führen daraufhin zum Absturz. Piloten der Air France-Maschine haben im entscheidenden Moment wirklich ganz gravierende Anfängerfehler gemacht. Also das Flugzeug in eine instabile Lage manövriert, was eigentlich einem erfahrenen Piloten nicht passieren dürfte. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so geschehen? Konnten die nicht fliegen? Die waren in einer Stresssituation und haben in einer Stresssituation falsch gehandelt, weil sie keine Verfahren hatten, wie sie mit solchen Stresssituationen umgehen. Die haben zum Beispiel keine Strategie entwickelt zu Beginn des Fluges, wie sie durch diese Schlechtwetterfront kommen. Alle Flugzeuge, die danach und davor geflogen sind, sind problemlos durchgekommen. Diese Crew hatte keine Strategie, wie sie da durchkommt, und hat dann, weil sie in Stress geraten ist, in Panik geraten ist, alles falsch gemacht. Der Techniksoziologe untersucht den Zusammenhang von Unfällen und dem Einsatz von Autopiloten in der Luftfahrt. Untersuchungen der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA zeigen, der häufige Einsatz wirkt sich tatsächlich negativ auf die Flugfähigkeiten der Piloten aus. Lassen sich diese Resultate auf das Autofahren übertragen? Die Gefahr des Einlullens besteht natürlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir mal mit dem Auto mit Tempomat gefahren sind. Wir fangen dann an, unsere SMS zu lesen oder das Navi zu programmieren und so weiter. Das ist die große Gefahr. Der menschliche Geist möchte beschäftigt werden. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, weil das Auto, das Flugzeug sich automatisch steuert, dann suche ich mir andere Beschäftigungen und bin dann in dem Moment, wo ich hellwach sein muss, weil etwas Kritisches passiert, nicht mehr dabei. Die Entwicklung autonomer Systeme schreitet trotzdem voran. Die Forscher des herstellerunabhängigen Berliner Projekts Autonomous versuchen, die Schwächen eines vollautomatischen Systems zu erkennen und zu beseitigen. Es ist sehr viel ausgefeilte Technik notwendig, unter anderem Laserscanner, Radar oder Videokameras, um die Spontanität und Flexibilität eines Menschen auch nur im Ansatz auszugleichen. Also setzt sich für mehr Assistenzsysteme ein, obwohl diese keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Womöglich hätte das eventuell die Aufprallgeschwindigkeit noch ein wenig reduziert und womöglich vielleicht auch die Verletzungsschwere. Ansonsten, also den Aufprall selbst hätte es nicht verhindert.
Politiker, Verkehrsverbände und die Automobilindustrie wollen die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% reduzieren. Trotz immer besserer Technik scheint dieses Ziel im Moment kaum erreichbar. Wolfram Hell kennt viele der gängigen Assistenzsysteme. Die neue Mercedes S-Klasse ist er bis jetzt noch nicht gefahren. Ausgestattet ist die Limousine unter anderem mit einem 360-Grad-Kamerasystem, das einen Rundumblick ermöglicht. Kreuzungs-, Nachtsicht- oder Lenkassistent, insgesamt 20 Systeme können in das Fahrgeschehen eingreifen und Fehler des Menschen korrigieren, sofern der Mensch dies zulässt. Ein älterer Professor aus Schweden, der mir sagt, er hat den neuesten Volvo, aber das Zeug piept und blinkt natürlich so viel, dass er es dann im Grunde einfach am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vorm Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahren wir in den Acker, ne? Das haben wir jetzt selber korrigiert, ne? Der hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle 2 Jahre bei den Fahrzeugen, da ist es seit 2006 üblich, dass man diese Systeme inzwischen mitprüft. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung, die die Sicherheit garantieren. Womöglich hätte das eventuell die Aufprallgeschwindigkeit noch ein wenig reduziert und womöglich vielleicht auch die Verletzungsschwere. Ansonsten, also den Aufprallen selbst hätte es nicht verhindert. Politiker, Verkehrsverbände und die Automobilindustrie wollen die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% reduzieren. Trotz immer besserer Technik scheint dieses Ziel im Moment kaum erreichbar. Wolfram Hell kennt viele der gängigen Assistenzsysteme. Die neue Mercedes S-Klasse ist er bis jetzt noch nicht gefahren. Ausgestattet ist die Limousine unter anderem mit einem 360-Grad-Kamerasystem, das einen Rundumblick ermöglicht. Kreuzungs-, Nachtsicht- oder Lenkassistent, insgesamt 20 Systeme können in das Fahrgeschehen eingreifen und Fehler des Menschen korrigieren, sofern der Mensch dies zulässt. Ein älterer Professor aus Schweden, der mir sagt, er hat den neuesten Volvo, aber das Zeug piept und blinkt natürlich so viel, dass er es dann im Grunde einfach am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vorm Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahren wir in den Acker, ne?
Das haben wir jetzt selber korrigiert. Ne? Er hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle 2 Jahre bei den Fahrzeugen oder ist es seit 2006 üblich, dass man diese Systeme inzwischen mitprüft. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung von Kameras, Sensoren und Steuergeräten voran und werben damit. Aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung von Kameras, Sensoren und Steuergeräten voran und werben damit. Trotz Notbrems-, Totwinkel- oder Nachtsichtassistenten, das Steuer behält der Mensch dabei stets in der Hand. Noch. Berlin. Die Forscher der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik der Freien Universität sind schon einen Schritt weiter. Sie entwickeln das autonome Fahrzeug. Tinoš Ganžiné leitet das Projekt Autonomos. Ziel unserer Bemühungen ist eigentlich, das komplett autonome Fahren zu ermöglichen. Das heißt, dass wir alle Situationen so im Griff haben, dass wir in Zukunft auch ohne Sicherheitsfahrer auskommen und das Fahrzeug ganz alleine fahren kann. Das Testfahrzeug hat die Verkehrsregeln in der Software verankert. Hier sind auch die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten auf der Teststrecke gespeichert. Laserscanner, Radar und Videokameras erfassen die Umgebung. Ja, die Idee ist, dass jeder Sensor seine eigenen Stärken hat. Zum Beispiel mit diesem Laserscanner können wir sehr genau Distanzen zu Objekten bestimmen, während sich dieser Radar allerdings zur Geschwindigkeitsmessung eignet. Wenn wir die ganzen Daten zusammenwerfen und sogenannt fusionieren, dann erhalten wir sozusagen die bestmöglichen Ergebnisse und haben damit ein möglichst genaues Weltmodell und eine Vorstellung, wo die Objekte sich im Straßenverkehr bewegen. Auf einer speziell genehmigten Strecke quer durch Berlin. Der Wagen fährt mittig in der Fahrbahn und passt seine Geschwindigkeit an. Er erkennt Autos und Passanten. Eine spezielle Software analysiert die Daten und erzeugt die Fahrbefehle. Das Forschungsauto beachtet Ampelphasen und wechselt sogar die Spur. Tinoš Ganžiné sitzt nur zur Sicherheit hinter dem Steuer. Noch sind autonome Fahrzeuge in Europa nicht für den Verkehr zugelassen. Es gilt die Wiener Konvention, nach der jeder Fahrzeugführer unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen können muss. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Arbeitsgruppe ist in regelmäßigem Austausch mit der Automobilindustrie, die langfristig von den Ergebnissen profitieren kann. Fachleute schätzen, autonome Autos hätten das Potenzial, den Fahrzeugbestand um mehr als 90 den 7er Golf prüfen. Er fährt mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf eine stehende Fahrzeugattrappe zu. Der Wagen soll das Hindernis erkennen und rechtzeitig bremsen. Aktuelle Notbremsassistenten können nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern sogar in die Vollbremsung gehen. Bis 80 km/h zum Beispiel kann ein Unfall gänzlich vermieden werden. Doch auch im Personen- und Gütertransport sind Bremsassistenten wichtig. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass neue Bus- und Lkw-Modelle ab November 2013 ein automatisiertes Bremssystem haben müssen, das den Lkw im Notfall um 10 km pro Stunde abbremst. Auffahrunfälle wie dieser passieren immer wieder. Im Juli 2013 rast ein Lkw-Fahrer bei Sinsheim in ein Stauende. Ein Test des ADAC simuliert, was passiert, wenn ein Lkw, der von Tempo 80 auf 70 km pro Stunde abgebremst wird und auf ein Stauende trifft.
Trotz Einbremsung um 10 Kilometer pro Stunde hätten Insassen im voranstehenden Pkw kaum eine Überlebenschance. Die Forderung des ADAC geht deutlich höher. Wir haben Fahrversuche mit einem Prototypen eines Bremsenherstellers gemacht. Da hat sich gezeigt, dass ein Lkw bis 50 km/h Fahrgeschwindigkeit den Auffahrunfall komplett verhindern könnte. Und es hat sich gezeigt, dass bis zu einer Fahrgeschwindigkeit oder bis bei der maximalen Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h, dass da ein Lastwagen die Kollisionsgeschwindigkeit immerhin noch um 40 km/h reduzieren kann. Das heißt also, deutlich mehr Energie rausnehmen, als jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzgeber und Lkw-Hersteller sind noch zurückhaltend, was die Nachrüstung und Erweiterung der Systeme angeht. Vor allem wegen der Kosten und aus technischen Gründen. Das Problem bei solchen automatisierten Systemen ist immer die Fehlauslösung. Das heißt also, es besteht immer eine gewisse Gefahr, dass ein automatisiertes System eine Situation falsch erkennt und dann falsch reagiert. Das heißt zum Beispiel unter einer Brücke durchfährt, diese als Vordermann erkennt und dann eine Vollbremsung einleitet. Das muss natürlich verhindert werden. Und um da wirklich sicher zu gehen, sind viele Systeme sehr konservativ ausgelegt. Die große Schwäche von Assistenzsystemen, was nicht programmiert ist, funktioniert nicht. So erleidet 2013 ein Lkw-Fahrer auf der A6 einen Schlaganfall. Das Fahrzeug fährt mit eingeschaltetem Tempomat noch etwa 10 Kilometer. Am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vom Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahr mein Acker, ne? Das habe ich jetzt selber korrigiert, ne? Der hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle 2 Jahre bei den Fahrzeugen oder ist es seit 2006 üblich, dass man diese Systeme inzwischen mitprüft. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich auf die Systeme verlässt, die Systeme natürlich auch in Ordnung sind. Zahlreiche Hersteller treiben mittlerweile die intelligente Vernetzung von Kameras, Sensoren und Steuergeräten voran und werben damit. Trotz Notbrems-, Totwinkel- oder Nachtsichtassistenten, das Steuer behält der Mensch dabei stets in der Hand. Noch. Berlin. Die Forscher der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik der Freien Universität sind schon einen Schritt weiter. Sie entwickeln das autonome Fahrzeug. Tinoš Ganžinė leitet das Projekt Autonomous. Ziel unserer Bemühungen ist eigentlich, das komplett autonome Fahren zu ermöglichen. Das heißt, dass wir alle Situationen so im Griff haben, dass wir in Zukunft auch ohne Sicherheitsfahrer auskommen und das Fahrzeug ganz alleine fahren kann. Das Testfahrzeug hat die Verkehrsregeln in der Software verankert. Hier sind auch die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten auf der Teststrecke gespeichert. Laserscanner, Radar und Videokameras erfassen die Umgebung. Ja, die Idee ist, dass jeder Sensor seine eigenen Stärken hat. Zum Beispiel mit diesem Laserscanner können wir sehr genau Distanzen zu Objekten. Die neuen Stereokameras filmen aus verschiedenen Perspektiven und können erstaunlich gut differenzieren. Der Fahrer sieht den Raum hinter dem Fahrzeug über ein Display. Kommt jemand in den Gefahrenbereich, wird er zunächst gewarnt.
Der Fahrer kann nun entsprechend reagieren. Der Nachteil von Ultraschall-Parksystemen ist, dass sie einfach keine Objekte unterscheiden können. Die können, sage ich mal, nur stupide den Abstand messen. Im Falle von Abfallsammelfahrzeugen müssen wir Objekte unterscheiden können, weil es oft auch gewollt ist, dass Personen hinter dem Fahrzeug arbeiten. Die müssen dort den Abfall entwerten und hinten reinwerfen. Aber wenn plötzlich jetzt ein Passant zum Beispiel hinter das Fahrzeug rennt, muss das gesondert behandelt werden und dafür vielleicht auch eine Notbremsung eingeleitet werden. Wird ein Mindestabstand unterschritten, löst das Müllfahrzeug eine Rückfahrsperre aus. Das Rückfahrassistenzsystem soll ein Jahr lang getestet werden, bevor entschieden wird, ob weitere Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigung damit ausgestattet werden. Rund 3.600 Menschen sind 2012 in Deutschland bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist zwar so wenig wie noch nie, trotzdem, Unfallforscher und Mediziner Wolfram Hell fordert mehr Anstrengungen, um die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Er fasst technische Mängel an Fahrzeugen, Unfallursachen und Verletzungen von Verkehrstoten in einer Datenbank zusammen. Menschen werden insoweit untersucht, was für Verletzungen aufgetreten sind, welche Verletzungsschwere vorliegt. Und es wird sehr präzise dokumentiert, welche Körperstellen mit welchen Verletzungen vorhanden sind, um einfach dann die Verletzungsursache bei dem Unfall mit der Verletzung in Verbindung zu bringen. Neben den Obduktionen werden die Unfälle auch am Computer rekonstruiert. Wolfram Hell erkennt Sicherheitslücken und macht Politik und Autoherstellern immer wieder Verbesserungsvorschläge. Deren Umsetzung scheitert jedoch oft am Preis. Die Hersteller wollen Fahrzeuge verkaufen, wollen Gewinne machen, wollen natürlich möglichst wenig investieren. Und unsere Intention ist natürlich, möglichst viel an Sicherheit zu bekommen. Und im Prinzip haben wir da den Zielkonflikt, dass wir relevante, sicherheitsrelevante Dinge so identifizieren müssen, dass sie auch möglichst in alle Modelle oder in viele Modelle eingebaut werden. Es kann ja nicht sein, dass nur 100.000 oder 200.000 Euro teure Fahrzeuge diese Systeme bekommen, sondern gerade kleine, leichte Fahrzeuge brauchen besonders solche Systeme, weil in kleinen, leichten Fahrzeugen die Verletzungsgefahr noch deutlich höher ist als bei großen, schweren Fahrzeugen. Lausanne in der Schweiz. Andreas Riegling will heute den 7er Golf prüfen. Er fährt mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf eine stehende Fahrzeugattrappe zu. Der Wagen soll das Hindernis erkennen und rechtzeitig bremsen. Die aktuellen Notbremsassistenten können nicht nur Geschwindigkeit reduzieren, sondern sogar in die Vollbremsung gehen. Bis 80 km/h zum Beispiel kann ein Unfall gänzlich vermieden werden. Doch auch im Personen- und Gütertransport sind Bremsassistenten wichtig. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass neue Bus- und Lkw-Modelle ab November 2013 ein automatisiertes Bremssystem haben müssen, das den Lkw im Notfall um 10 km pro Stunde abbremst. Auffahrunfälle wie dieser passieren immer wieder. Im Juli 2013 rast ein Lkw-Fahrer bei Sinsheim in ein Stauende. Ein Test des ADAC simuliert, was passiert, wenn ein Lkw, der von Tempo 80 auf 70 km pro Stunde abgebremst wird und auf ein Stauende trifft. Trotz Einbremsung um 10 km pro Stunde hätten Insassen im voranstehenden Pkw kaum eine Überlebenschance. Die Forderung des ADAC geht deutlich höher. Wir haben Fahrversuche mit einem Prototypen eines Bremsenherstellers gemacht. Da hat sich gezeigt, dass ein Lkw bis 50 km/h Fahrgeschwindigkeit den Auffahrunfall komplett verhindern könnte. Und es hat sich gezeigt, dass bis zu einer Fahrgeschwindigkeit oder bis bei der maximalen Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h, dass da ein Lastwagen die Kollisionsgeschwindigkeit immerhin noch um 40 km/h reduzieren kann. Das heißt also, deutlich mehr Energie rausnehmen, als jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzgeber und Lkw-Hersteller sind noch zurückhaltend, was die Nachrüstung und Erweiterung der Systeme angeht. Vor allem wegen der Kosten und aus technischen Gründen.
Das Problem bei solchen automatisierten Systemen ist immer die Fehlauslösung. Das heißt also, es besteht immer eine gewisse Gefahr, dass ein automatisiertes System eine Situation falsch erkennt und dann falsch reagiert. Das heißt zum Beispiel unter einer Brücke durchfährt, diese als Vordermann erkennt und dann eine Vollbremsung einleitet. Das muss natürlich verhindert werden und um da wirklich sicher zu gehen, sind viele Systeme sehr konservativ ausgelegt. Die große Schwäche von Assistenzsystemen, was nicht programmiert ist, funktioniert nicht. So erleidet 2013 ein Lkw-Fahrer auf der A6 einen Schlaganfall. Das Fahrzeug fährt mit eingeschaltet werden können. Wolfram Hell ist von der Bedeutung intelligenter Assistenzsysteme überzeugt und fordert einen umfassenderen Einbau. Erste Analysen haben ergeben, dass moderne Fahrassistenten ein Viertel aller Unfälle verhindern könnten. Auch der Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle Andreas Thalhammer setzt sich für mehr Assistenzsysteme ein, obwohl diese keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Womöglich hätte das eventuell die Aufprallgeschwindigkeit noch ein wenig reduziert und womöglich vielleicht auch die Verletzungsschwere. Ansonsten, also den Aufprallen selbst hätte es nicht verhindert. Politiker, Verkehrsverbände und die Automobilindustrie wollen die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% reduzieren. Trotz immer besserer Technik scheint dieses Ziel im Moment kaum erreichbar. Wolfram Hell kennt viele der gängigen Assistenzsysteme. Die neue Mercedes S-Klasse ist er bis jetzt noch nicht gefahren. Ausgestattet ist die Limousine unter anderem mit einem 360-Grad-Kamerasystem, das einen Rundumblick ermöglicht. Kreuzungs-, Nachtsicht- oder Lenkassistent, insgesamt 20 Systeme können in das Fahrgeschehen eingreifen und Fehler des Menschen korrigieren, sofern der Mensch dies zulässt. Ein älterer Professor aus Schweden, dem er sagt, er hat den neuesten Volvo, aber das Zeug piept und blinkt natürlich so viel, dass er es dann im Grunde einfach am liebsten abschaltet, weil ihn das stört. Der Abstandsregeltempomat hält den Fahrer automatisch auf Distanz zum Vordermann. Fährt der Fahrer trotzdem dichter auf, wird er optisch und akustisch gewarnt. Ja, vom Gefühl her hätte ich eigentlich mehr Abstand. Ich würde also persönlich mehr Abstand halten, wie jetzt das Assistenzsystem. Aber das ist natürlich vielleicht auch mein besonders vorsichtiges Fahren. Auch in der S-Klasse blinkt und piept es. Informationen über Verkehrszeichen zum Beispiel werden an den Fahrer weitergeleitet. Eine Stereokamera erkennt Fahrbahnmarkierungen. Der Wagen wird mit automatischen Korrekturbewegungen in der Fahrspur gehalten. Wolfram Hell nimmt die Hände kurz vom Lenkrad, um zu testen, ob das Auto auch auf der Landstraße autonom die Spur korrigiert. Ich lenke jetzt nicht. Jetzt fahr mein Acker, ne? Das habe ich jetzt selber korrigiert, ne? Er hat aber auch hier so blasse Markierungen, der kann das nicht finden. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass moderne Assistenzsysteme auch überprüft werden. Bei der sogenannten Hauptuntersuchung alle zwei Jahre